Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Kiez konkret heute aus Tempelhof. Ja, Stillstand oder Wohnungsneubau auf dem Tempelhofer Feld. Darüber entscheiden am 25. Mai die Berliner. Die Fraktionschefs der SPD und der CDU, Reitzer Lee und Florian Graf, haben heute hier auf dem Tempelhofer Feld zu einer Fahrradtour eingeladen, um über die beiden Gesetzentwürfe, die dann am 25. Mai zur Abstimmung gestellt werden, zu informieren und natürlich für ihren zu werben. So, schön, dass Sie da sind. Wir wollen heute hier mit Ihnen gemeinsam schauen, wo genau die Berlinerinnen und Berliner im Mai die Wahl haben, wo genau die Unterschiede sind. Ich sage ganz deutlich im Namen meiner Fraktion und auch sicherlich im Namen der Koalition, dass wir für Berlin perspektivisch, Dankeschön, vielen Dank, dass wir für Berlin beides wollen. Wir wollen Grünfläche sichern, und zwar 230 Hektar auf diesem Feld. Wir wollen aber zeitgleich auch Bewegung in Berlin und Entwicklung in Berlin. Wir sind gegen Stillstand in der Stadt. Eine wachsende Stadt wie Berlin, wo Menschen zu uns kommen, wo Menschen in die Stadt kommen und auch Wohnraum wollen, auch sozialbaren Wohnraum wollen, muss auch Wohnraum sicherstellen. Deswegen sprechen wir uns in unserem... Sie haben 200.000 Wohnungen verkauft in den letzten 10 Jahren, landeseigene. Deswegen, Sie können ja vielleicht im Anschluss daran auch mal ein Statement geben. Aber ich rede gerade für unsere Position, für die SPD-Fraktion und für die Koalition. Wir wollen, dass wir im Bereich sozialen Wohnungsbau vorankommen. Wir wollen, dass an den Rändern die Möglichkeit besteht, A, zum sozialen Wohnungsbau, zur behutsamen Randbebauung. Und wir wollen auch B, und da sage ich ganz deutlich, dass bauliche Anlagen möglich sind. Zum Beispiel Parkbänke und ich sage auch ganz deutlich auch Bäume. Beides schließt die Initiative aus. Paragraph 5 Absatz 3 Nummer 3 sagt keine Gebäude, damit auch keinen sozialen Wohnungsbau. Und Paragraph 5 Absatz 3 Nummer 4 sagt ganz deutlich keine baulichen Anlagen und damit auch keine Bänke und damit auch keine Bäume. Lediglich in Paragraph 7 wird dann gesagt, dass in Sonderfällen, das heißt Ausnahmen möglich sind. Meine Frage an die Anwesenden, können Sie sich vorstellen, ein Tiergarten ohne Bänke, ohne Sitzmöglichkeiten für die Berlinerinnen und Berliner? Und können Sie sich vorstellen, ein Tiergarten ohne Bäume? Sie haben doch gleich die Möglichkeit, auch was zu sagen. Ich erkläre gerade unsere Position dazu. Und deswegen appellieren wir an alle Berlinerinnen und Berliner am Tag des Volksentscheides, klar mit dem Votum für den Antrag der Koalition, das heißt für die Initiative der Abgeordnetenhausfraktionen. Und ich glaube auch, dass es am Ende wichtig ist, dass diese Fläche für alle Berlinerinnen und Berliner, und die Betonung liegt für alle, am Ende erlebbar ist und bleibt. Und wie gesagt, wir aber auch zeitgleich sozialen Wohnungsbau, die Möglichkeit für Parkbänke und die Möglichkeit für Bäume einräumen wollen. Bei uns geht beides und dafür werben wir ausdrücklich. Vielen Dank. Schönen guten Morgen. Ich kann mich vielleicht etwas kürzer fassen. Ich freue mich, dass Sie uns so rege begleiten. Sie wissen, dass die Koalitionsfraktionen zum bevorstehenden Volksentscheid einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt haben. Wir beide wollen uns heute auch noch mal mit Ihnen gemeinsam vor Ort anschauen. Zum einen, wie eindrucksvoll das Gelände des Flughafens Tempelhof ist, das Gelände auch der Freifläche, die wir schützen wollen, wo ja auch so eine Symbiose zwischen Natur und Erholung ist. Am Ende sagen wir aber auch, die Vertreter der Bürgerinitiative haben die Grundsatzfrage aufgeworfen, keine Entwicklung am Tempelhofer Feld vorzunehmen. Und wir sagen, die Berliner und Berliner müssen darüber entscheiden, ob sie keine Entwicklung wollen oder ob sie eine behutsame Entwicklung an den Rändern wollen. Wir wollen, die Unionsfraktion will, eine behutsame Entwicklung für Wohnen, Wohlfühlen und Wirtschaft. Und das ist genau das, worum es geht. Aber wir wollen auch die Symbiose von Erholung und Natur auf der Freifläche haben. In dem Sinne bedanke ich mich, dass Sie uns begleiten. Und ich glaube, wir fahren am besten los und machen uns mal ein bisschen einen Eindruck vor Ort. Schönen Dank. Vielen Dank. Vielleicht können wir aber noch kurz sagen, dass die Bebauung auf dem Feld
so massiv ist, dass hier im inneren Bereich werden am Ende nur 185 Hektar übrig bleiben und nicht 230, denn hier ist ein großer Ringboulevard noch geplant und Radwege, und das zählen wir nicht als Grundfläche, sondern als versiegelte Fläche. Und das Zweite möchte ich sagen, nach unserem Gesetz ist sehr wohl das Aufstellen von Bänken erlaubt. Es sind einfach bewegliche Bänke, und zwar genau solche Bänke, wie Sie jetzt das schon sehen, diese rot-weißen, sind mobile Bänke. Das ist nach unserem Gesetz überall auf dem Feld erlaubt. Bäume pflanzen ist auch erlaubt, im Außenbereich ohne Genehmigung, im Innenbereich mit Genehmigung. Wir haben ein sehr ausführliches Gesetz und wir haben einen sehr ausführlichen Anhang dazu geschrieben. Da ist alles im Detail erläutert. Das, was Sie gerade gesagt haben, stimmt so nicht. Das ist nicht unser Gesetz. Und ich finde auch eine Entwicklung, wer das Feld beobachtet hat, hat es gegeben in den letzten 2-3 Jahren. Zehntausende von Leuten sind auf dem Feld, genießen das, entwickeln das Feld. Von wegen Stillstand, ja, da ist der Bär los, der Berliner Bär. Letztes Jahr hatten wir über 2 Millionen Besucher, das ist 10-mal mehr wie der Tiergarten. Und dieses Feld kostet in der Pflege nur halb so viel. Und eine wichtige Zahl, die nie genannt wird, ist, dass ungefähr ein Viertel des Feldes, also oder tendenziell sogar mehr, versiegelt oder bebaut wird. Ein Viertel des Feldes, ja, das ist nicht eine behutsame Randbebauung. Schauen Sie sich die Zahlen an. Ja. Ich freue mich schon. Ganz viele Senat hier, gebaut. Wenn der Senat hier von behutsam spricht, dann schließt dieses Wort soll in der Deutung anschließend an die behutsame Stadterweiterung, Stadtbebauung in den 80er Jahren. Behutsam ist in diesem Sinne gemeint nacheinander. Das heißt, wir haben hier eine große Baustelle über 20 Jahre, das können wir erwarten, wenn erst am 2025 der vorne der Columbia-Damm entwickelt werden soll. Eine Großbaustelle größer als am Potsdamer Platz. Ich freue mich, dass... Ja, im Norden der Köln ist kein Platz für eine Grundschule, für eine Oberschule, für soziale... für sozialen Wohnraum ist nichts, steht nichts zur Verfügung. Können Sie mir mal sagen, wo wir das bitte bauen sollen? Die der Senat geplant hat, ist außerhalb des 100%-Bereichs. Die können Sie auch bauen. Ist kein Problem. Ich würde vorschlagen, wir fahren los. Und ich freue mich wirklich auf die Debatte. Und ich freue mich auch darauf, dass wir den Berlinerinnen und Berlinern gegenseitig die Argumente auch dann versuchen, auch klar zu machen. Und ich freue mich, dass wir, ich glaube, auch in einem guten, fairen Wettstreit miteinander treten können. Und ich sage ganz deutlich, ich freue mich auf die Auseinandersetzung. Am Ende haben die Berlinerinnen und Berliner die freie Wahl. Vielen Dank. Herr Graf, nochmal, das ist jetzt hier die Fläche, wo gebaut werden wird, richtig? Na, lassen Sie es mich mal so sagen. Die Planungen sind ja nicht in Stein gemeißelt, sondern die Berliner stimmen hier auch nicht über den Masterplan oder über irgendwelche Planungen ab, sondern sie stimmen überhaupt über die Grundsatzfrage ab, das Feld an den Rändern behutsam zu entwickeln. Danach wird es ganz ausführliche Diskussionen darüber geben, was hier geschieht, denn da wird ja dann auch ein Bebauungsplan verfahren. Also insofern, erstmal geht es darum, ist eine Entwicklung möglich, ja oder nein, und danach geht es dann darum, ob man auch zu einer Entwicklung in welcher Form auch immer kommen kann. Also der Masterplan ist nicht in Stein gemeißelt, das ist ganz klar. Das heißt, Bürgerbeteiligung schließen Sie dann auch nicht aus? Wir diskutieren ja jetzt schon viel, aber wir werden natürlich nach einer Entscheidung des Volksentscheides auch weiter sehr intensiv diskutieren. Und noch einmal, die Planungen sind nicht in Stein gemeißelt, das ist eine Grundlage, aber wir werden dann ganz in Ruhe das Bebauungsplanverfahren nutzen, um mit allen, die daran interessiert sind, der Stadtgesellschaft und den Experten zu diskutieren. Darf ich mal 2 Nachfragen stellen? Wie steht die CDU zur Bebauung am Tempelhofer Damm und wie steht die CDU zur ZLB? ZLB ist für uns kein Projekt, was wichtig ist für die Stadt. Das sage ich immer wieder. Bei den Prioritäten gehört es nicht zu den Projekten, die vorne stehen. Was die Bebauung insgesamt betrifft, ja, wir sagen auch, dass hier Wohnen entstehen muss. Ich sagte vorhin, für uns gilt der Dreiklang Wohnen, Wirtschaft, Wohlfühlen auf dem Tempelhofer Feld. Und das werden wir dann ganz in Ruhe und sorgfältig diskutieren, wie die Form der Bebauung aussehen wird. Aber vorher noch einmal, erstmal müssen die Berliner und Berliner ja am 25. sagen, dass sie auch eine behutsame Entwicklung wollen. Um die Grundsatzfrage geht es. Es geht nicht um Pläne. Ich hätte mich trotzdem interessiert, ob Sie für eine Bebauung am Tedamm sind. Ja, natürlich. Ja? Okay. Können Sie überrascht behutsam definieren? Na, behutsam heißt erstmal schon, dass wir einen Großteil der Fläche hier schützen, nämlich 230 Hektar. Und die behutsame Entwicklung, die sich anschließend ergibt, ist dann Ergebnis der Planungen. So, und da gibt es eine Vorstellung, die im Masterplan vorliegt. Da sage ich auch als meiner Fraktion, die ist nicht in Stein gemeißelt, sondern da werden wir natürlich diskutieren müssen. Ist denn der Masterplan behutsam? Also was die Bebauung betrifft? Das Wort höre ich immer. Ich würde es mir gerne mal erklären lassen, was genau heißt. Ja, Frank, andererseits liest man dann 10-geschossige Häuser und das klingt ja nicht so behutsam. Das habe ich nicht in die Welt gesetzt. Insofern sage ich, das wird dann am Ende entschieden,
wenn die Wählerinnen und Wähler das gesagt haben. Also wir fangen ja nicht an, sozusagen vorher über die Pläne zu diskutieren, bevor wir überhaupt die Möglichkeit, das ist ja der Sinn des Volksentscheides, ein Plebiszit zu bekommen, das wir entwickeln dürfen. Und ich finde das auch legitim, dass die Initiative sagt, sie haben ja nun alle Stufen auch durchlaufen, dass es zum Volksentscheid kommt. Das muss man auch respektieren, dass so viele Berlinerinnen und Berliner sich da engagieren. Am Ende müssen aber die Berliner jetzt auch entscheiden, welchen Gesetzentwurf sie annehmen oder auch nicht. Und danach können wir dann in die Planungen eintreten. Aber wie kann es denn sein, dass schon bei den Grundzahlen so eine Diskrepanz herrscht zwischen 230 Hektar, die frei bleiben, und ich weiß nicht mehr, 100, irgendwas mit 80, wie die Initiative sagt? Also wie sollen die Berliner und Berlinerinnen vernünftig entscheiden können, wenn sie die Zahlen gar nicht... Aber das ist ja nur nicht meine Aufgabe, Zahlen zu bewerten, die ich selbst nicht in die Welt gesetzt habe. Da bitte ich Sie, also da müssen Sie den Senat oder die Initiative fragen, wie Sie zu den Zahlen kommen. Ich habe die Fläche nicht vermessen selbst. Wie kommen Sie denn zu Ihren Zahlen? Ja, das sind die Zahlen. Das sind die Zahlen, die wir vom Senat bekommen haben. So.